So, ich bin jetzt hier auf dem Weg zu einer von Wladimir Putins ehemaligen Dienststellen. Das ist hier Erkner, so sieht das aus. Schöne Urlaubsgegend. So. So, die Dienststellen von ihm waren, jetzt ist er Präsident, der hat jetzt jede Dienststelle in Russland, in der Russischen Föderation. Damals war er in Dresden, hatte eine Dienststelle beim russischen Woodpecker, direkt neben dem Atomkraftwerk Tschernobyl. Der russische Woodpecker war übrigens mehrfach ziemlich aktiv. Ich habe ihn als Kind immer gerne gelauscht. Unweit der Frequenz waren vor der Wiedervereinigung, glaube ich, war immer ein gleichmäßiges Signal, wurde das sehr ungleichmäßig. Wie ein Morsecode. Und unweit der Frequenz wurden auch mal einfach Namen vorgelesen mit irgendwelchen Verben dahinter. Was ich natürlich nicht verstehen konnte. Ich habe mir als Kind immer gerne gelauscht. Okay, ich habe jetzt einen ziemlichen Fußmarsch dahin. Das war ein Gelände neben der Nationalen Volksarmee früher. Nach der Wiedervereinigung hat das ein Professor wohl erwerben können und hat dort 50 ABM-Plätze eingerichtet. Die Leute haben dort wohl gearbeitet, das bewirtschaftet. Ein Areal von etwa 50 Hektar. Ein Hektar sind 100 mal 100 Meter. Also dementsprechend 10.000 Quadratmeter. Es sind somit 50.000 Quadratmeter, 500.000 Quadratmeter Areal. Mit 6 Wirtschaftsgebäuden, mehreren Maschinen, 2 Funktürmen. Der Professor hat mit den ABM-Kräften darauf, ich gehe hier mal rein, das ist leiser, hat mit den ABM-Kräften darauf, ja, hier heißt es auch sinnfrei, hat mit den ABM-Kräften darauf 2 Windkraftanlagen installiert, eine Solarkraftanlage auf einem Dach, eine Solarthermieanlage auf einem Dach. Ich kenne das Gelände, ich habe dort mehrfach einen kurzen Urlaub verbracht und auch tatsächlich selber mal in 3 Gebäuden mehrere Wochen lang gewohnt, nachdem das Projekt schon lange gelaufen war. Nach dem Ende des Projektes mit diesen 50 ABM-Kräften, ich hätte mich auch darauf bewerben können, habe ich nicht getan, weil ich der Meinung bin, dass ein richtiger Job keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme sein darf, die jemand anderem den Job vielleicht sogar kaputt macht, sondern menschenwürdig auch sein muss, dass eine Familie mit 2 Kindern davon leben kann. Das hat mir am besten so beigebracht. Also ansonsten nimmt der Kapitalismus ja ein ungemahnte Ausmaße an, das darf ja nicht sein. Habe mich nicht darauf beworben, ich habe das Projekt später kennengelernt, zufällig, nachdem es schon beendet war. Und da haben die damaligen Arbeitskräfte, die 50 ABM-Kräfte, das Gelände wohl ersteigern können für 104.000 Euro. Das ist natürlich ein Schnäppchen, vor allem bei den Grundstückspreisen heute in Brandenburg mittlerweile, dass die sich auch zumindest vor Jahren, 10 Jahren schon angefangen haben zu zoffen, verkaufen oder nicht. Ne? Vor allem, wenn die alle nicht verkaufen, dann ist es ja auch nur eingeschränkt verkaufbar für den Einzelnen. Mittlerweile ist dort alles ziemlich zerfallen. Also zwischenzeitlich bot das wirklich dem, hatten die Lebensmittel für 3 Wochen, also eine autarke Strom und
Wärmeversorgung, Internet frei und auch Wasser und auch Klärwerk autonom. Jetzt ist das Gelände ziemlich verfallen und ich habe jetzt einen ziemlichen Fußmarsch dahin. Und war da gestern Nacht schon, dummerweise habe ich mein Smartphone überfordert, sodass die Videoaufnahmen nicht funktioniert haben. Das heißt, ich gehe jetzt am Tage nochmal hin. Ich habe es jetzt trotzdem im Internet zu stehen lassen, weil ich denke, der Titel ist ja auch Welt nach Putin. Und auch das, dass es noch nicht mal problemlos möglich ist, irgendwie diese Video drüber zu erstellen, gehört mit zu der Welt nach Putin, nach der eben alles komplett Schrott ist. Und das ist überall so, wo Putin gewesen ist. Auch E-Mail-Zentrum in Hannover. Ja, Hannover, jetzt. Putin hat als KGB-Agent natürlich nicht nur das Ministerium der Staatssicherheit mitgeleitet, sondern auch Leute kennengelernt, auch den Ministerpräsidenten damals von Hannover, schon vor dem Fall der Mauer, eigentlich Landesverrat, was Schröder gemacht hat. Und nach dem Fall der Mauer war Schröder auch noch nicht offiziell bei Gazprom, auch noch nicht Bundeskanzler gewesen, sondern Ministerpräsident, der auch gewählt werden wollte. Und logischerweise laufen Politiker ja auch mitten unter den Leuten rum und Putin und Schröder waren in Hannover damals eben auch tatsächlich normal unter den Leuten zum Anfassen, anders als heute. Okay, jetzt gucke ich gleich mal, ob ich trampen kann, ob ich es schneller machen kann. Ich habe mich heute noch viel vor eigentlich. War eigentlich eine ganz schöne Wohngegend hier. Zumindest hier noch nah an Berlin. Kann man eigentlich nicht meckern. Ich bin auch ein Stückchen entfernt von dem Ort, wo ich hin muss jetzt. So, ich bin hier immer noch auf dem Fußmarsch. Hier war ich gestern auch. Ja, eigentlich ganz schön hier. Bis auf so die Abhängigkeit von den eigenen Verkehrsmitteln. In diese Richtung sind mehrere Behörden, Einwohner, Meldeamt und sowas. Supermärkte, Ärzte, Rathaus, Kirche. Hier vorne in die Richtung kommt noch eine Tankstelle, Autowerkstatt und natürlich auch so Feierlichkeiten hier. Den öfter Termine, glaube ich, auch frei. Ja, kenne ich nicht, sieht gut aus, finde ich. Ne? Ist einfach so. Naja, und es sieht gut aus und ich weiß, dass sie öfter frei haben. Jedenfalls kommt da hinten noch eine Tankstelle. Das ist jetzt ein langer Fußmarsch. 6 Kilometer hin, 6 Kilometer zurück. Und noch Stress auf dem Gelände. Ich kenne auch nur noch wenige Leute von dort. Wollen auch nicht, dass gefilmt wird. Ganz oft, wobei es ist definitiv kein umfriedetes Gelände. Kein Privatgelände und ich sage mal, Wohnen mit Feuer im Wald ist sowieso illegal, davon mal ganz abgesehen. Waldbrandstufe 5 haben wir, glaube ich. Also ich habe da auch ein paar Argumente, dass ich, also wenn ich jetzt gleich in Diskussionen verwickelt werde, sagen kann, hier, stopp mal, bis zu einem gewissen Grad, sonst hole ich ganz einfach mal die Polizei. Ne? So, ganz einfach. Ist jetzt am Tage, eigentlich geht es ganz gut hier abzulaufen. In der Nacht, diese Videos, die ich jetzt letzte Nacht gemacht habe, sind deswegen hin, weil sie irgendwie irgendeine Datei, eine zu kleine Bildgröße anzeigt. Dann gehen sie nämlich alle klein. Und deswegen ist es ein winzig kleines Bild. Also an mir liegt es nicht, ich habe in den Einstellungen nichts geändert. Kann sein, dass irgendwo ein Fehler drin ist, dass vielleicht alles zu groß ist sowieso für das Telefon. Oder auch, dass ich ein Virus drauf habe und dann wäre das was Einfaches, wenn man, also kann man tatsächlich Leute ärgern, die wollen irgendwelche Filme zusammenschneiden. Eine Datei hat irgendwie einen kleinen falschen Wert, die man nicht findet. Und dann sieht das Video als solches komplett Schrott aus. Ja, ist schade, aber vielleicht auch eben sprichwörtlich, dass es nicht so einfach ist. So, und in der Nacht ist es auch nicht so einfach, hier lang zu gehen. Erstmal eine Strecke des Weges ohne
Radweg, Fußweg, irgendwas auf der Landstraße. Dann ein Teil immer wieder neu umzäunt. Die Leute verdienen natürlich immer mehr Geld hier, machen immer mehr Zäune. Es ist Wildschweinregion. Ja, dann hatte ich das schon mal gehabt, vor 10 Jahren schon, dass ich auf einmal 2 komplette Familienbanden Rotten da von Wildschweinen vor mir hatte, die auch nicht ausweichen konnten, genauso wenig wie ich. Mit Ferkeln, die auch schon fast unterernährt waren. Fand ich so. Dann sind die beiden Keiler auf mich los. Ich bin einen Schritt zurück. Ich fand die Sauen genial. Ein kleiner, so ein 440, das an, die Keiler blieben sofort stehen. Und ich bin dann langsam rückwärts zurück. Das ist ganz erstaunlich, was für eine Kommunikation mit Tieren möglich ist. Sie wollten dann die Straße überqueren, haben sich auch wohl dann entsonnen, dass ich jetzt ihnen nicht feindlich gegenüber eingestellt bin, aber ich habe mich dann auch nicht mehr getraut. Ich habe mich bei der Tankstelle versteckt und es hat dann ein paar Minuten gedauert, bis dann sich ein kleiner Stau auch gebildet hat und die beiden Familienbanden da durch sind. Wolf habe ich ja auch schon mal gesehen und man ahnt es nicht. Es war ganz weit da hinten. Und da habe ich auch Kampfhunde zu schätzen gelernt. Da war nämlich ein Skin oder Hooligan mit seinem Kampfhund. Der hat das gesehen, dass da ein Vieh um die Hälfte größer als ein Schäferhund, ein halbes Kalb, da steht, abgemagert, und du und Zähne zeigend dort guckt. Und hat sofort an der Leine seines Herrchen in eine andere Richtung geguckt. Ich fand genial. Besser hätte er sein Herrchen nicht beschützen können. Es handelt sich bei dem Wolf um ein Wildtier. Der kämpft noch ein bisschen anders als ein Kampfhund. Und ist auch andere Sachen gewohnt als ein Kampfhund. Und vor allem ein Wildtier hat alles an Krankheitskeimen inklusive Tollwut, was es geben kann. Im Zweifelsfall. Und da hätte dieser Kampfhund wirklich keine bessere Reaktion zeigen können, außer, Herrchen, guck mal, andere Richtung, ganz interessant. Da habe ich gedacht, Menschen, stimmt auch, kluge Hunde. Ich sehe das mit der Ukraine-Krise, dem Massaker, was da läuft, übrigens jetzt ganz genauso. Es ist, glaube ich, geschichtlich noch kein einziger Krieg Richtung Osten gewonnen worden. Erst recht in Europa nicht. Von Deutschland ausgehend kann man der Welt keine Herrschaft erreichen. Von Russland übrigens erst recht nicht. Ne? Also das ist jetzt ein übler Krieg dort, der sich hoffentlich nicht länger hinzieht und hoffentlich nicht weiter eskaliert. Ich hätte deswegen, genauso wie der intelligente Kampfhund das gemacht hat, würde ich eher vorschlagen, die Forderung Putins da zu erfüllen. Er kann das gesamte Land auch hier haben. Und ich sage mal, sorry, das Land ist sowieso zum großen Teil verstrahlt, von sich aus schon. Die Wismut, eine der größten Uranlagerstätten der Welt, war auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Es ist damit überall rumgesaut worden. 1989 stand hier eine richtige ökologische Katastrophe bevor. Also der Westen hat Billionen reingesteckt, um das hier alles zu entseuchen. Milliarden, Billionen ist ein bisschen viel, das ist im Englischen, ne? Milliarden sind es. Ja. Gut, nachdem die Sache hier gemacht ist, kann man auch sagen, wir sind erstmal dankbar dafür, für diese all die Jahre Frieden und hoffen auch auf die nächsten Jahre Frieden. Ich kann mir nicht vorstellen, die Russen sind ja auch nicht doof, dass sie an einem tendenziell verseuchten Land so hängen. Ja, die Menschen sind wichtig, ja, ohne die Menschen nützt das Land auch nichts mehr. Ja, und ich finde, man sollte diese Lage dort dringend entzerren und das Vorbild Kampfhund, der hat's drauf gehabt. So, ich habe jetzt hier so als kleines verficktes Bonnchen Bisexuelles irgendwie, oder ich glaube, ich schaffe das auch nicht, bisexuell zu lernen. Ich stehe dann doch auf Frauen. Hat dann doch sich niemand verleiten lassen, vermutlich wegen der Corona-Pandemie, mich mitzunehmen. Also habe ich jetzt hier noch einen Fußmarsch. Ist hinter Neuzittau, noch 3 oder 4 Kilometer, keine Ahnung was. Neuzittau ist übrigens ein Atombunker-Denkmal. Ich glaube, was im Zweifelsfall aber auch schnell in Betrieb wieder genommen werden kann. Auf dem
auf der ehemaligen Dienststelle, auf diesem 50 Hektar großen Areal Kesselberg, habe ich, glaube ich, damals auch einen 2 Meter dicke Betonwand irgendwo gefunden auf dem Gelände, die allerdings auch mit einem dicken Betonblocken versperrt worden ist. Sagt vielleicht auch viel aus, ja. Man selber schön im Bunker, wenn der ganze Rest der Welt in den Arsch geht, ne, das brauchen wir nicht. So, damit das Video stabil bleibt, mache ich jetzt hier also auch keine anderen Apps auf. Da würde das Zusammenschneiden der Apps schon wieder schwierig werden und auch länger dauern. Ich habe gestern ja auch gemacht, das ist ja noch zu erkennen auf den Videos gestern, die Ukraine, das ist hier in diese Richtung, das ist Nordosten, 27 Kilometer Luftlinie. Und da war der Himmel eben auch gestern, ich weiß jetzt nicht welche, ich habe es immer noch nicht gegoogelt, welche Städte da liegen. Das ist jetzt tatsächlich jetzt hier schon die Ukraine ist, die man sehen kann durch die reflektierende Atmosphäre. Ja, ich kann es natürlich auch nicht jedem erzählen, viele Leute, die in der Stadt wohnen, die haben natürlich auf sowas nie geachtet. Ich bin bei beiden groß geworden, Stadt und Land. Hier auf dem Land, da siehst du das eben, ne? Da guckst du an den Himmel und dann siehst du, was im Nachbardorf los ist, weil es spiegelt alles. Ne? Das kennen in der Stadt Leute natürlich nicht, auch mit der massiven Lichtverschmutzung natürlich nicht. Was mich jetzt gestern so ein bisschen irritiert hat, war, dass obwohl ich hier einen Sternklammer Himmel hatte, also wenig Luftverschmutzung, Lichtverschmutzung, ja, und auch Luftverschmutzung, ja, dass ich keine Sterne aufnehmen konnte. Also ob ich den Sensor jetzt hier schon mit meinen Sachen hier beschädigt habe. Ich hatte da vor ein paar Tagen so ein Erlebnis mit Staub, was ich auf der Dauermagnetlippe des Kühlschranks, der sich da verfangen hat im letzten halben Jahr. Da ist also, ja, also ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um das Handy wieder einzurichten. Das hat das komplett fast aus dem Betrieb genommen. Es war ein Wert von 1000 Mikrotesla. Wie gesagt, ein Zusammenschluss aus verschiedenen Strahlungsarten, auch Gammastrahlung. Insgesamt, die Lippe selber waren 1200, nachdem ich also Staub gewischt hatte und hier nochmal zu und gewartet, bis sich das Magnetfeld wieder aufbaut und sowas. Es war an allen Stellen, also 1200, an einer Stelle ging die Anzeige auf 2200 und danach war erstmal der Sensor, und die ganze App konnte ich neu installieren. Das ging eigentlich noch weiter, die Skala geht über 2200 Mikrotesla noch raus, aber es war tatsächlich irgendwie noch was anderes, was selbst für die Hardware einfach zu hart war. Ich habe das, wie gesagt, die Gipfel abgewischt mit einem Taschentuch im Feuchten. Staub habe ich selber nicht gesehen, es war Staub im nicht sichtbaren Bereich, der den Sensor so massiv beeinträchtigt hat. Kann sein, dass es daran lag, dass ich hier gestern keine Sterne filmen konnte. Ich weiß es nicht. Ich konnte aber gestern auch so ein paar andere Sachen nicht filmen. Also der Mikrotesla-Wert, der bei den Gegenständen in meiner Wohnung, der blieb also weitgehend gleich. Also die Sachen zeigen das gleich oder Tendenz leicht fallend an. Hier draußen ist es weniger geworden, also 40% weniger als vor 2 Wochen, als Putin 2 Tage vorher hat seine Soldaten angewiesen, in dem Staub des Atomkraftwerks Tschernobyl rumzufahren und den Sarkophag und 4 weitere Atomkraftwerke beschossen hat. Und möglicherweise sogar hat Uran oxidatorisches brennt, genauso wie Magnesium, Wolfram hat abbrennen lassen, als er Tschernobyl beschossen hat. Radioaktive Munition gibt es, die hat den panzerbrechenden Effekt, dadurch, dass das Zeug einfach aufgrund von Bearbeitung von dem Material einen enormen Zerfall hat, heiß wird, flüssig wird. Und eine Flüssigkeit findet natürlich an einer Panzerstruktur, einer Panzerplatte viel eher den Weg
nach innen als ein hartes Projektil, vor allem auch wegen der Hitze. Deswegen wird ja im Prinzip Atommüll in manchen Kriegen in den Waffen verschossen. Aber wenn man Uran abbrennen lässt, oxidatorisch, also anzündet, ganz normal mit einer Flamme, was geht? Es ist nicht nur auf atomarem zerfallen Feuer, sondern es ist auch so wie Wolfram brennbar. Dann verbrennt es mit einer ziemlich weißen Flamme, mit einer enormen Temperatur, mit einer enormen Infrarot-ähnlichen Strahlung. Also es ist kein atomares Feuer, sondern das ist tatsächlich oxidatorisch bedingt. Und aber vor allem aufgrund der erhöhten Radioaktivität wird natürlich das gesamte Material in der Umgebung perforiert und wird dann für die Hitzestrahlung und somit für die Entzündung ganz besonders empfänglich. Und okay, ich bin jetzt kein Fachmann, aber das sah jetzt für mich ich finde diese Videos jetzt nicht mehr von dem Beschuss von Tschernobyl, aber das sah für mich ganz danach aus, als wenn ja man dieses Massaker in der Ukraine wirklich schnellstens durch den Rückzug befrieden sollte, weil nach oben hin, sage ich mal, ich erkenne in Wladimir Putin einen Pyromanen nach ICD 10, 63.1, und habe auch zweimal mir was von ihm angehört. Ich würde mit jemandem nicht spielen, der der Meinung ist, die Welt sei überbevölkert, er sei der Vollstrecker. Und könne nicht mehr zurück, weil er schon zu viel Scheiße gebaut hätte und würde nur dann aufhören, wenn er gestoppt wird. Da würde ich nicht mit diskutieren wollen, wenn er jetzt hier solche Ansagen hier mit Kernwaffen macht. Das ist, glaube ich, nicht angemessen. Ja. So, da vorne kommt jetzt die Stelle, wo das gestern so arg nach Silent Hill aussah auf dem Video. Es war tatsächlich wirklich nur der Nebel, den der Sensor so aufgenommen hat, die kleine Staubpartikel. Es waren nur die kleinen Wassertropfen. Aber eigentlich passt es ziemlich gut leider und es sah wirklich krass aus. Leider kriege ich das Video eben so nicht hochgeladen. Ich habe es auf dem Smartphone noch. Habe ich mir überlegt, um das jetzt rauszuschneiden, zu bearbeiten, länger, als wenn ich den gleichen Weg nochmal mache. Und bei Licht sieht man einfach auch mehr als auf den Videos gestern. Mir begegnen hier dauernd Leute, die ich von dem Hof kenne. Ich will jetzt auch nicht filmen. Muss ja nicht sein. Ich habe nichts gegen die tendenziell, persönlich. Mein Gott, jetzt fahr doch dann vorbei an mir endlich. So, was mir gestern noch aufgefallen ist, das war, dass der EMF-Wert genau da, wo Putins ehemaligen Anlagen waren, fast gegen Null geht. Okay, EMF-Wert hatte ich schon lange Vorträge gehalten. Ich glaube, ich habe von so einem ähnlichen Effekt mal im Rahmen von Tschernobyl gehört, dass nachdem es da gestrahlt hat, sich es ausgestrahlt hat, also wirklich auch alles, was zum Zerfall angeregt worden ist, irgendwie zerfallen ist und danach ist die Strahlung sogar geringer, bis auf etliche Metalloberflächen. Hat mich spontan daran erinnert, weil die Anzeige geht wirklich auf dem gesamten Gelände tendenziell gegen Null. Die Bewohner selber hatten eigentlich, das werde ich jetzt das Argument auch noch bringen, wenn man mich gleich vollquatschen wird, ich habe jetzt sowas Geigers wieder Ähnliches in der Hand, immer den Verdacht geäußert, weil dort eben 500 Meter nebenan hier die Übungsgelände Nationale Volksarmee, wo natürlich auch der KGB mit dem Ministerium der Staatssicherheit trainiert hat. Und Putins Dienststelle nebenan, oder eine seiner Dienststellen, extreme Wichtigkeit hatte und eben radioaktives Material überall rumgelegen hat, hat man natürlich bei Geheimdiensten, wenn die Leute das nicht detektieren können, natürlich richtig rumgesaut damit. An jedem Grenzübergang nach Westen sind zum Beispiel LKWs geröntgt worden, beziehungsweise auch einfach
bestrahlt worden. Das ist der Verdacht, dass das hier bei dem Gelände auch so bei den Ein- und Ausgängen war, weil man damit wollte, dass mögliche Videoaufnahmen, beziehungsweise damals gab es auch keine Videoaufnahmen in dem Sinne, so Kleinbildaufnahmen, dass die wegen der Strahlung zerstört werden. Deswegen hatten die Bewohner des Geländes selber den Verdacht oder auch mal den Wunsch, dass tatsächlich mal jemand kommt im Geigersieder und sich den Bereich da überall mal ansieht, weil man hat da alles umgebuddelt wohl, nichts gefunden, aber hundertprozentig sicher ist man natürlich erst, wenn man das auch wirklich sichtbar gemacht hat alles, zum Beispiel mit einem echten Geiger-Müller-Zero, was das Smartphone hier nicht ist. Auf den Ernstfall nicht zu gebrauchen, zumindest unterhalb einer gewissen Entfernung. Aber ein bisschen was kann ich schon. So, ich habe mir das jetzt so wichtig, ich mache das wie gestern. Ich mache jetzt diesen einen Teil, wo ich so ein bisschen die Umgebung zeige und erkläre, was das ist, was ich davon weiß. Ich werde gleich bei einer Tasse Kaffee, wenn ich kurz zu dem Gelände bin, zusammenschneiden, die ganzen kleinen Videoschnipsel hier und bei YouTube hochladen als Teil 1. Das ist mir einfach lieber. Danach will ich auf das Gelände gehen, dort nicht ganz so viele ausgiebig Aufnahmen machen können wie gestern. Ich glaube auch, ich werde in die Häuser, glaube ich, auch nicht reingehen. Das ist dann, ich bin gestern tatsächlich auch maximal vor 3 Leuten gesehen worden. Also nach das, ich kann ja nicht alles mit der, das Handy nimmt ja was anderes wahr als ich und es kann doch nicht alles aufzeichnen, also was ich selber gesehen habe, also auch mit dem Hund, den ich gehört habe, müssen vermutlich 3 Leute mitgekriegt haben, dass von etwa über 50, die dort wohnen, dass ich da auf dem Gelände bin und auch überall komplett durch bin. Ich habe jetzt komplett andere Klamotten an und Blondchen. Ja, trotzdem im ersten Teil, den hier, gleich hinten vorne noch die letzte Aufnahme, eine Tasse Kaffee zusammenschneiden, YouTube hochladen, dann auf das Gelände rauf, zweiten Teil machen, gucken, wie ich da wieder rauskomme, dass ich mir nichts wegfange dort drin. Vielleicht gucke ich noch, dass ich einen Babysitter über WhatsApp kriege. Also ganz konkret jemanden, der die Koordinaten von mir kriegt und dem ich sage, bitte, mein Freund, wenn ich in 2 Stunden nicht sage, okay, dann schick bitte einfach meinen Standort und dass ich gesagt habe, ich habe Probleme der Polizei. Ist eigentlich alles eine wunderschöne Gegend hier. Jetzt stinkt es auch nicht mehr nach Metall, wie vorhin. Richtiger, ekliger Geruch, so 70er Jahre Rhein in Bonn, ja, so hat ähnlich das gerochen. Ich werde hier unweit jetzt gleich Pause machen, das gesamte Ding Teil 1 zusammenschneiden und ja, mit einer ziemlich schwachen Internetleitung dann bei YouTube hochladen und einen Babysitter suchen. So, ich gönne mir jetzt erstmal eine Tasse Kaffee, eine Zigarette. Was ich gestern übrigens mega krass fand, das muss ich echt sagen, ist, dass auch kein einziger Hund richtig angeschlagen hat, ja? Also ich meine, ich war das über vor Jahren das letzte Mal auf diesem Gelände drauf, die Hunde bewachen ihre Herrchen und sind hochsensibel und es sind etliche Hunde auf dem Gelände drauf. Es hat einer gebellt gestern, aber ich hatte auch eher so mehr den Eindruck, dass er mich warnt vor seinem Herrchen, als ein Herrchen vor mir. Das ist ein Herrchen, nämlich gerade mit ihm rausgeht, Gassi. Ich meine, was ich jetzt hier ja mache, dass ich das jetzt für Video aufnehme, alles hier. Das ist mitten im Wald drin, das ist ein Waldbrandgebiet. Die Leute leben dort mit offenem Feuer, das geht eigentlich gar nicht. Das kann natürlich auch zur Erschließung des Geländes führen, wenn Feuerwehr oder sowas das kriegen, dieses Material. Das mit der Wahrnehmung der Hunde ist natürlich krass, wenn selbst die Hunde sagen, dass das okay ist, was ich mache.
Da muss es echt zu denken geben. Ne? Also es versteht vielleicht auch nur ein Hundebesitzer, jemand, der einen Hund mal gehabt hat. Ne? Ich habe jetzt hier so als kleines, verficktes Bäumchen bisexuelles irgendwie, oder ich glaube, ich schaffe das auch nicht, bisexuell zu lernen. Ich stehe dann doch auf Frauen. Hat dann doch sich niemand verleiten lassen, vermutlich wegen der Corona-Pandemie, mich mitzunehmen. Also habe ich jetzt hier noch einen Fußmarsch. Ist hinter Neuzittau, noch 3 oder 4 Kilometer, keine Ahnung was. Neuzittau ist übrigens ein Atombunker-Denkmal. Ich glaube, was im Zweifelsfall aber auch schnell in Betrieb wieder genommen werden kann. Auf der ehemaligen Dienststelle, auf diesem 50 Hektar großen Areal Kesselberg, habe ich, glaube ich, damals auch einen 2 Meter dicke Betonwand irgendwo gefunden auf dem Gelände, die allerdings auch mit einem dicken Betonblocken versperrt worden ist. Sagt vielleicht auch viel aus, ja. Man selber schön im Bunker, wenn der ganze Rest der Welt in den Arsch geht, ne, das brauchen wir nicht. So, damit das Video stabil bleibt, mache ich jetzt hier also auch keine anderen Apps auf. Da würde das Zusammenschneiden der Apps schon wieder schwierig werden und auch länger dauern. Ich habe gestern ja auch gemacht, das ist ja noch zu erkennen auf den Videos gestern, die Ukraine, das ist hier in diese Richtung, das ist Nordosten, 27 Kilometer Luftlinie. Und da war der Himmel eben auch gestern, ich weiß jetzt nicht welche, ich habe es immer noch nicht gegoogelt, welche Städte da liegen. Das ist jetzt tatsächlich jetzt hier schon die Ukraine ist, die man sehen kann durch die reflektierende Atmosphäre. Ja, ich kann es natürlich auch nicht jedem erzählen, vielen Leuten, die in der Stadt wohnen, die haben natürlich auf sowas nie geachtet. Ich bin bei beiden groß geworden, Stadt und Land. Hier auf dem Land, da siehst du das eben, ne? Da guckst du an den Himmel und dann siehst du, was im Nachbardorf los ist, weil es spiegelt alles. Ne? Das kennen in der Stadt die Leute natürlich nicht, auch mit der massiven Lichtverschmutzung natürlich nicht. Was mich jetzt gestern so ein bisschen irritiert hat, war, dass obwohl ich hier einen Sternklammer Himmel hatte, also wenig Luftverschmutzung, Lichtverschmutzung, ja, und auch Luftverschmutzung, ja, dass ich keine Sterne aufnehmen konnte. Also ob ich den Sensor jetzt hier schon mit meinen Sachen hier beschädigt habe. Ich hatte da vor ein paar Tagen so ein Erlebnis mit der Staub, was ich auf der Dauermagnetlippe des Kühlschranks, der sich da verfangen hat im letzten halben Jahr. Da ist also ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um das Handy wieder einzurichten. Das hat das komplett fast aus dem Betrieb genommen. Es war ein Wert von 1000 Mikrotesla. Wie gesagt, ein Zusammenschluss aus verschiedenen Strahlungsarten, auch Gammastrahlung. Insgesamt, die Lippe selber waren 1200, nachdem ich also Staub gewischt hatte und hier nochmal zu und gewartet, bis sich das Magnetfeld wieder aufbaut und sowas. Es war an allen Stellen, also 1200, an einer Stelle ging die Anzeige auf 2200 und danach war erstmal der Sensor. Und die ganze App konnte ich neu installieren. Das ging eigentlich noch weiter. Die Skala geht über 2200 Mikrotesla noch raus. Aber es war tatsächlich irgendwie noch was anderes, was selbst für die Hardware einfach zu hart war. Ich habe das, wie gesagt, die Gipfel abgewischt mit einem Taschentuch, einem feuchten. Staub habe ich selber nicht gesehen. Es war nicht Staub im nicht sichtbaren Bereich, der den Sensor so massiv beeinträchtigt hat. Kann sein, dass es daran lag, dass ich hier gestern keine Sterne filmen konnte. Ich weiß es nicht. Ich konnte aber gestern auch so ein paar andere Sachen nicht filmen. Also der Mikrotesla-Wert, der bei den Gegenständen in meiner Wohnung, der blieb also weitgehend gleich. Also die Sachen zeigen das gleich oder Tendenz leicht fallend an. Hier draußen ist es weniger geworden, etwa 40% weniger als vor 2 Wochen, als Putin 2 Tage vorher hat seine Soldaten angewiesen, in dem Staub des Atomkraftwerks Tschernobyl rumzufahren und den Sarkophag und 4 weitere Atomkraftwerke beschossen hat.
und möglicherweise sogar hat Uran oxidatorisches, brennt genauso wie Magnesium. Wolfram hat abbrennen lassen, als er Tschernobyl beschossen hat. Radioaktive Munition gibt es, die hat den panzerbrechenden Effekt, dadurch, dass das Zeug einfach aufgrund von Bearbeitung von dem Material einen Zerfall hat, heiß wird, flüssig wird, und eine Flüssigkeit findet natürlich in einer Panzerstruktur, einer Panzerplatte viel eher den Weg nach innen als ein hartes Projektil, vor allem auch wegen der Hitze. Deswegen wird ja im Prinzip Atommüll in manchen Kriegen in den Waffen verschossen. Aber wenn man Uran abbrennen lässt, oxidatorisch, also anzündet, ganz normal mit einer Flamme, was geht? Es ist nicht nur auf atomarem zerfallen Feuer, sondern es ist auch so wie Wolfram brennbar. Dann verbrennt es mit einer ziemlich weißen Flamme, mit einer enormen Temperatur, mit einer enormen infrarotähnlichen Strahlung. Also es ist kein atomares Feuer, sondern das ist tatsächlich oxidatorisch bedingt. Und aber vor allem aufgrund der erhöhten Radioaktivität wird natürlich das gesamte Material in der Umgebung perforiert und wird dann für die Hitzestrahlung und somit für die Entzündung ganz besonders empfänglich. Und okay, ich bin jetzt kein Fachmann, aber das sah jetzt für mich ich finde diese Videos jetzt nicht mehr von dem Beschuss von Tschernobyl, aber das sah für mich ganz danach aus, als wenn ja man dieses Massaker in der Ukraine wirklich schnellstens durch den Rückzug befrieden sollte, weil nach oben hin, sage ich mal, ich erkenne in Wladimir Putin einen Pyromanen nach ICD-10, 63.1, und habe auch zweimal mir was von ihm angehört. Ich würde mit jemandem nicht spielen, der Meinung ist, die Welt sei überbevölkert, er sei der Vollstrecker. Und könne nicht mehr zurück, weil er schon zu viel Scheiße gebaut hätte und würde nur dann aufhören, wenn er gestoppt wird. Da würde ich nicht mit diskutieren wollen, wenn er jetzt hier solche Ansagen hier mit Kernwaffen macht. Das ist, glaube ich, nicht angemessen. Ja. So, da vorne kommt jetzt die Stelle, wo das gestern so arg nach Silent Hill aussah auf dem Video. Es war tatsächlich wirklich nur der Nebel, den der Sensor so aufgenommen hat, wie kleine Staubpartikel. Es waren nur die kleinen Wassertropfen. Aber eigentlich passt es ziemlich gut leider und es sah wirklich krass aus. Leider kriege ich das Video eben so nicht hochgeladen. Ich habe es auf dem Smartphone noch. Habe ich mir überlegt, um das jetzt rauszuschneiden, zu bearbeiten, länger als wenn ich den gleichen Weg nochmal mache. Und bei Licht sieht man einfach auch mehr als auf den Videos gestern. Mir begegnen hier dauernd Leute, die ich von dem Hof kenne. Ich will jetzt auch nicht filmen, muss ja nicht sein. Ich habe nichts gegen die tendenziell, persönlich. Mein Gott, jetzt fahr doch dann vorbei an mir endlich. So, was mir gestern noch aufgefallen ist, das war, dass der EMF-Wert genau da, wo Putins ehemaligen Anlagen waren, fast gegen Null geht. Okay, EMF-Wert hatte ich schon lange Vorträge gehalten. Ich glaube, ich habe von so einem ähnlichen Effekt mal im Rahmen von Tschernobyl gehört, dass nachdem es da gestrahlt hat, sich es ausgestrahlt hat, also wirklich auch alles, was zum Zerfall angeregt worden ist, irgendwie zerfallen ist und danach ist die Strahlung sogar geringer, bis auf etliche Metalloberflächen. Hat mich spontan daran erinnert, weil die Anzeige geht wirklich auf dem gesamten Gelände tendenziell gegen Null.
Die Bewohner selber hatten eigentlich, das werde ich jetzt das Argument auch noch bringen, wenn man mich gleich vollquatschen wird. Ich habe jetzt sowas Geigerzähler wieder ähnliches in der Hand. Immer den Verdacht geäußert, weil dort eben 500 Meter nebenan hier die Übungsgelände Nationale Volksarmee, wo natürlich auch der KGB mit dem Ministerium der Staatssicherheit trainiert hat. Und Putins Dienststellen nebenan, oder eine seiner Dienststellen, extreme Wichtigkeit hatte und eben radioaktives Material überall rumgelegen hat, hat man natürlich bei Geheimdiensten, wenn die Leute das nicht detektieren können, natürlich richtig rumgesaut damit. An jedem Grenzübergang nach Westen sind zum Beispiel LKWs geröntgt worden, beziehungsweise auch einfach bestrahlt worden. Das ist der Verdacht, dass das hier bei dem Gelände auch so bei den Ein- und Ausgängen war, weil man damit wollte, dass mögliche Videoaufnahmen, beziehungsweise damals gab es auch keine Videoaufnahmen, in dem Sinne so Kleinbildaufnahmen, dass die wegen der Strahlung zerstört werden. Deswegen hatten die Bewohner des Geländes selber den Verdacht oder auch mal den Wunsch, dass wirklich mal jemand kommt im Geigerzähler und sich den Bereich da überall mal ansieht, weil man hat da alles umgebuddelt wohl, nichts gefunden, aber hundertprozentig sicher ist man natürlich erst, wenn man das auch wirklich sichtbar gemacht hat alles, zum Beispiel mit einem echten Geigermeldezähler, was das Smartphone hier nicht ist. Auf den Ernstfall nicht zu gebrauchen, zumindest unterhalb einer gewissen Entfernung. Aber ein bisschen was kann es schon. Das ist eigentlich alles eine wunderschöne Gegend hier. Stinkt es auch nicht mehr nach Metall, wie vorhin. Richtiger, ekliger Geruch, so 70er Jahre Rhein in Bonn, ja, so hat ähnlich das gerochen. Ich werde hier unweit jetzt gleich Pause machen, das gesamte Ding Teil 1 zusammenschneiden und ja, mit einer ziemlich schwachen Internetleitung dann bei YouTube hochladen und einen Babysitter suchen. So, ich gönne mir jetzt erstmal eine Tasse Kaffee, eine Zigarette. Was ich gestern übrigens mega krass war und fand, das muss ich echt sagen, ist, dass auch kein einziger Hund richtig angeschlagen hat, ja? Also ich meine, ich war jetzt vor Jahren das letzte Mal auf diesem Gelände drauf, die Hunde bewachen ihre Herrchen und sind hochsensibel und es sind etliche Hunde auf dem Gelände drauf. Es hat einer gebellt gestern, aber ich hatte auch eher so mehr den Eindruck, dass er mich warnt vor seinem Herrchen, als sein Herrchen vor mir. Das ist ein Herrchen, nämlich gerade mit dem rausgeht, Gassi. Ich meine, was ich jetzt hier ja mache, dass ich das jetzt für Video aufnehme, alles hier. Das ist mitten im Wald drin, das ist ein Waldbrandgebiet. Die Leute leben dort mit offenem Feuer, das geht eigentlich gar nicht. Das kann natürlich auch zu der Schließung des Geländes führen, wenn Feuerwehr oder sowas das kriegen, dieses Material. Das mit der Wahrnehmung der Hunde ist natürlich krass, wenn selbst die Hunde sagen, dass das okay ist, was ich mache. Da muss es echt zu denken geben. Ne? Also es versteht vielleicht auch nur ein Hundebesitzer, jemand, der einen Hund mal gehabt hat. Ne? So, ich bin jetzt hier auf dem Weg zu einer von Wladimir Putins ehemaligen Dienststellen. Das ist hier Erkner, so sieht das aus. Urlaubsgegend. So. Ich habe einen Teigeschmack im Mund. Boah, stinkt wieder aus, ey. So, die Dienststellen von ihm waren. Jetzt ist er Präsident, er hat jetzt jede Dienststelle in Russland, in der Russischen Föderation. Damals war er in Dresden, hatte eine Dienststelle beim russischen Woodpecker, direkt neben dem Atomkraftwerk Tschernobyl. Der russische Woodpecker war übrigens mehrfach ziemlich aktiv, ich habe ihn als Kind immer gerne gelauscht. Unweit der Frequenz waren vor der Wiedervereinigung, glaube ich, war immer ein gleichmäßiges Signal, wurde das sehr ungleichmäßig. Je
in Morsecode. Und unweit der Frequenz wurden auch mal einfach Namen vorgelesen mit irgendwelchen Verben dahinter, was ich natürlich nicht verstehen konnte. Ich habe mir als Kind immer gerne gelauscht. Okay, ich habe jetzt einen ziemlichen Fußmarsch dahin. Das war ein Gelände neben der Nationalen Volksarmee früher. Nach der Wiedervereinigung hat das ein Professor wohl erwerben können und hat dort 50 ABM-Plätze eingerichtet. Die Leute haben dort wohl gearbeitet, das bewirtschaftet. Ein Areal von etwa 50 Hektar. Ein Hektar sind 100 mal 100 Meter. Also dementsprechend 10.000 Quadratmeter. Es sind somit 50.000 Quadratmeter, 500.000 Quadratmeter Areal mit 6 Wirtschaftsgebäuden, mehreren Maschinen, 2 Funktürmen. Der Professor hat mit den ABM-Kräften darauf, ich gehe hier mal rein, das ist leiser, hat mit den ABM-Kräften darauf, ja, hier heißt es auch sinnfrei, hat mit den ABM-Kräften darauf 2 Windkraftanlagen installiert, eine Solarkraftanlage auf einem Dach, eine Solarthermieanlage auf einem Dach. Ich kenne das Gelände, ich habe dort mehrfach einen kurzen Urlaub verbracht und auch tatsächlich selber mal in 3 Gebäuden mehrere Wochen lang gewohnt, nachdem das Projekt schon lange gelaufen war. Nach dem Ende des Projektes mit diesen 50 ABM-Kräften, ich hätte mich auch darauf bewerben können, habe ich nicht getan, weil ich der Meinung bin, dass ein richtiger Job keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme sein darf, die jemand anderem den Job vielleicht sogar kaputt macht, sondern menschenwürdig auch sein muss, dass eine Familie mit 2 Kindern davon leben kann. Das hat mir am besten so beigebracht. Also ansonsten nimmt der Kapitalismus ja ein ungemalte Ausmaße an, das darf ja nicht sein. Habe mich nicht darauf beworben, ich habe das Projekt später kennengelernt, zufällig, nachdem es schon beendet war. Und da haben die damaligen Arbeitskräfte, die 50 ABM-Kräfte, das Gelände wohl ersteigern können für 104.000 Euro. Das ist natürlich ein Schnäppchen, vor allem bei den Grundstückspreisen heute in Brandenburg mittlerweile, dass die sich auch zumindest vor Jahren, 10 Jahren schon angefangen haben zu zoffen, verkaufen oder nicht. Ne? Vor allem, wenn die alle nicht verkaufen, dann ist es ja auch nur eingeschränkt verkaufbar für den Einzelnen. Mittlerweile ist dort alles ziemlich zerfallen. Also zwischenzeitlich bot das wirklich dem, hatten die Lebensmittel für 3 Wochen. Eine autarke Strom- und Wärmeversorgung, Internet frei und auch Wasser und auch Klärwerk autonom. Jetzt ist das Gelände ziemlich verfallen und ich habe jetzt einen ziemlichen Fußmarsch dahin. Und war da gestern Nacht schon, dummerweise habe ich mein Smartphone überfordert, sodass die Videoaufnahmen nicht funktioniert haben. Das heißt, ich gehe jetzt am Tage nochmal hin. Ich habe es trotzdem im Internet zu stehen lassen, weil ich denke, der Titel ist ja auch Welt nach Putin. Und auch das, dass es noch nicht mal problemlos möglich ist, irgendwie diese Video drüber zu erstellen, gehört mit zu der Welt nach Putin, nach der eben alles komplett Schrott ist. Und das ist überall so, wo Putin gewesen ist. Auch E-Mail-Zentrum in Hannover. Ja. Hannover, jetzt. Putin hat als KGB-Agent natürlich nicht nur das Ministerium der Staatssicherheit mitgeleitet, sondern auch Leute kennengelernt, auch den Ministerpräsidenten damals von Hannover, schon vor dem Fall der Mauer, eigentlich Landesverrat, was Schröder gemacht hat.
Und nach dem Fall der Mauer war Schröder auch noch nicht offiziell bei Gazprom, auch noch nicht Bundeskanzler gewesen, sondern Ministerpräsident, der auch gewählt werden wollte. Und logischerweise laufen Politiker ja auch mitten unter den Leuten rum. Und Putin und Schröder waren in Hannover damals eben auch tatsächlich normal unter den Leuten zum Anfassen, anders als heute. Okay, jetzt gucke ich gleich mal, ob ich trampen kann, ob ich das schneller machen kann. Ich habe mich heute noch viel, viel vor eigentlich. War eigentlich eine ganz schöne Wohngegend hier. Zumindest hier noch nah an Berlin. Kann man eigentlich nicht meckern. Ich bin auch ein Stückchen entfernt von dem Ort, wo ich hin muss jetzt. So, ich bin hier immer noch auf dem Fußmarsch. Hier war ich gestern auch. Ja, eigentlich ganz schön hier. Das war so die Abhängigkeit von den eigenen Verkehrsmitteln. In diese Richtung sind mehrere Behörden, Einwohnermeldeamt und sowas. Supermärkte, Ärzte, Rathaus, Kirche. Hier vorne in die Richtung kommt noch eine Tankstelle, Autowerkstatt und natürlich auch so Feierlichkeiten hier. Sind öfter Termine, glaube ich, auch frei. Ja, kenne ich nicht. Sieht gut aus, finde ich. Ne? Ist einfach so. Ja, und es sieht gut aus und ich weiß, dass sie öfter frei haben. Jedenfalls kommt da hinten noch eine Tankstelle. Das ist ein langer Fußmarsch. 6 Kilometer hin, 6 Kilometer zurück. Und noch Stress auf dem Gelände. Ich kenne auch nur noch wenige Leute von dort. Wollen auch nicht, dass gefilmt wird. Ganz oft, wobei es ist definitiv kein umfriedetes Gelände. Kein Privatgelände. Und ich sage mal, Wohnen mit Feuer im Wald ist sowieso illegal. Davon mal ganz abgesehen. Waldbrandstufe 5 haben wir, glaube ich. Also ich habe da auch ein paar Argumente, dass ich, also wenn ich jetzt gleich in Diskussionen verwickelt werde, sagen kann, hier, stopp mal, bis zu einem gewissen Grad, sonst hole ich ganz einfach mal die Polizei. Ne? So, ganz einfach. Ich sitze am Tage, eigentlich geht es ganz gut, hier abzulaufen. In der Nacht, diese Videos, die ich jetzt letzte Nacht gemacht habe, sind deswegen hin, weil sie irgendeine Datei, eine zu kleine Bildgröße anzeigt, dann gehen sie nämlich alle klein und deswegen ist es ein winzig kleines Bild. Also an mir liegt es nicht, ich habe in den Einstellungen nichts geändert, kann sein, dass irgendwo ein Fehler drin ist, dass vielleicht alles zu groß ist sowieso für das Telefon oder auch, dass ich ein Virus drauf habe und dann wäre das was Einfaches, wenn man, also kann man tatsächlich die Leute ärgern, die wollen irgendwelche Filme zusammenschneiden, eine Datei hat einen kleinen falschen Wert, die man nicht findet und dann sieht das Video als solches komplett Schrott aus. Ja, ist schade, aber vielleicht auch eben sprichwörtlich, dass es nicht so einfach ist. So, und in der Nacht ist es auch nicht so einfach, hier lang zu gehen. Erstmal eine Strecke des Weges ohne Radweg, Fußweg, irgendwas auf der Landstraße. Dann ein Teil immer wieder neu umzäunt. Die Leute verdienen natürlich immer mehr Geld hier, machen immer mehr Zäune. Es ist Wildschweinregion. Ja, dann hatte ich das schon mal gehabt, vor 10 Jahren schon, dass ich auf einmal 2 komplette Familienbanden Rotten da von Wildschweinen vor mir hatte, die auch nicht ausweichen konnten, genauso wenig wie ich. Mit Ferkeln, die auch schon fast unterernährt waren. Das fand ich so. Dann sind die beiden Keiler auf mich los. Ich bin einen Schritt zurück. Ich fand die Sauen genial. Ein kleiner, so ein Pfiff hört sich das an. Die Keiler blieben sofort stehen. Ich bin dann langsam rückwärts zurück. Aber es ist ganz erstaunlich, was für eine Kommunikation mit Tieren möglich ist. Sie wollten dann die Straße überqueren, haben sich auch wohl daran entsonnen, dass ich jetzt ihnen nicht feindlich gegenüber eingestellt bin. Aber ich habe mich dann auch nicht mehr getraut. Ich habe mich bei der Tankstelle versteckt. Und es hat dann ein paar Minuten gedauert, bis dann sich ein kleiner Stau auch gebildet hat und die beiden Familienbanden da durch sind. Wolf habe ich ja auch schon mal gesehen und man ahnt es nicht. Es war ganz weit da hinten. Und da habe ich auch Kampfhunde zu schätzen gelernt.
Da war nämlich ein Skin oder Hooligan mit seinem Kampfhund. Der hat das gesehen, dass da ein Vieh um die Hälfte größer als ein Schäferhund, ein halbes Kalb, da steht, abgemagert und du und Zähne zeigend dort guckt und hat sofort an der Leine seines Herrchen in eine andere Richtung geguckt. Ich fand genial. Besser hätte er sein Herrchen nicht beschützen können. Es handelt sich bei dem Wolf um ein Wildtier. Der kämpft noch ein bisschen anders als ein Kampfhund und ist auch andere Sachen gewohnt als ein Kampfhund. Und vor allem ein Wildtier hat alles an Krankheitskeimen inklusive Tollwut, was es geben kann im Zweifelsfall. Und da hätte dieser Kampfhund wirklich keine bessere Reaktion zeigen können, außer, Herrchen, guck mal, andere Richtung, ganz interessant. Da habe ich gedacht, Mensch, stimmt auch, kluge Hunde. Ich sehe das mit dem Ukraine-Krise, dem Massaker, was da läuft, übrigens jetzt ganz genauso. Es ist, glaube ich, geschichtlich noch kein einziger Krieg Richtung Osten gewonnen worden. Erst recht in Europa nicht. Von Deutschland ausgehend kann man in der Welt keine Herrschaft erreichen. Von Russland übrigens erst recht nicht. Ne? Also das ist jetzt ein übler Krieg dort, der sich hoffentlich nicht länger hinzieht und hoffentlich nicht weiter eskaliert. Ich hätte deswegen, genauso wie der intelligente Kampfhund das gemacht hat, würde ich eher vorschlagen, die Forderung Putins zu erfüllen. Er kann das gesamte Land auch hier haben. Und ich sage mal, sorry, das Land ist sowieso zum großen Teil verstrahlt, von sich aus schon. Die Wismut, eine der größten Uranlagerstätten der Welt, war auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Es ist damit überall rumgesaut worden. 1989 stand hier eine richtige ökologische Katastrophe bevor. Also der Westen hat Billionen reingesteckt, um das hier alles zu entseuchen. Ja, Milliarden, Billionen ist ein bisschen viel, es ist im Englischen, ne? Milliarden sind es. Ja. Gut, nachdem die Sache hier gemacht ist, kann man auch sagen, wir sind erstmal dankbar dafür, für diese all die Jahre Frieden und hoffen auch auf die nächsten Jahre Frieden. Und ich kann mir nicht vorstellen, die Russen sind ja auch nicht doof, dass sie an einem tendenziell verseuchten Land so hängen. Ja, die Menschen sind wichtig, ja, und die Menschen nützt das Land auch nichts mehr. Ja, und ich finde, man sollte diese Lage dort dringend entzerren und das Vorbild Kampfhund, der hat's drauf gehabt. So, ich habe jetzt hier so als kleines, verficktes Bondchen bisexuell ist irgendwie, oder ich glaube, ich schaffe das auch nicht, bisexuell zu werden. Ich stehe dann doch auf Frauen. Hat dann doch sich niemand verleiten lassen, vermutlich wegen der Corona-Pandemie, mich mitzunehmen. Also habe ich jetzt hier noch einen Fußmarsch. Ist hinter Neuzittau, noch 3 oder 4 Kilometer, keine Ahnung. Neuzittau ist übrigens ein Atombunker-Denkmal. Ich glaube, was im Zweifelsfall aber auch schnell in Betrieb wieder genommen werden kann. Auf der ehemaligen Dienststelle, auf diesem 50 Hektar großen Areal Kesselberg, habe ich, glaube ich, damals auch einen 2 Meter dicke Betonwand irgendwo gefunden auf dem Gelände, die allerdings auch mit den dicken Betonblocken versperrt worden ist. Sagt vielleicht auch viel aus, ja. Man selber schön im Bunker, wenn der ganze Rest der Welt in den Arsch geht, ne, das brauchen wir nicht. So, damit das Video stabil bleibt, mache ich jetzt hier also auch keine anderen Apps auf. Da würde das Zusammenschneiden der Apps schon wieder schwierig werden und auch länger dauern. Ich habe gestern ja auch gemacht, das ist ja noch zu erkennen auf den Videos gestern, die Ukraine, das ist hier in diese Richtung, das ist Nordosten, 27 Kilometer Luftlinie. Und da war der Himmel eben auch gestern, ich weiß jetzt nicht welche, ich habe es immer noch nicht gegoogelt, welche Städte da liegen. Das ist jetzt tatsächlich jetzt hier schon die Ukraine ist, die man sehen kann durch die reflektierende Atmosphäre. Ja, ich kann es natürlich auch nicht jedem erzählen, vielen Leuten, die in der Stadt wohnen, die haben natürlich auf sowas nie geachtet. Ich bin bei beiden groß geworden, Stadt und Land. Hier auf dem Land, da
da siehst du das eben. Ne? Da guckst du an den Himmel und dann siehst du, was im Nachbardorf los ist, weil es spiegelt alles. Ne? Das kennen in der Stadt Leute natürlich nicht, auch mit der massiven Lichtverschmutzung natürlich nicht. Was mich jetzt gestern so ein bisschen irritiert hat, war, dass obwohl ich hier einen Sternklammer Himmel hatte, also wenig Luftverschmutzung, Lichtverschmutzung, ja, und auch Luftverschmutzung, ja, dass ich keine Sterne aufnehmen konnte. Also hier, ob ich den Sensor jetzt hier schon mit meinen Sachen hier beschädigt habe. Ich hatte da vor ein paar Tagen so ein Erlebnis mit der Staub, was ich auf der Dauermagnetlippe des Kühlschranks, der sich da verfangen hat im letzten halben Jahr. Da ist also, ja, also ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um das Handy wieder einzurichten. Das hat das komplett fast aus dem Betrieb genommen. Es war ein Wert von 1000 Mikrotesla. Wie gesagt, ein Zusammenschluss aus verschiedenen Strahlungsarten, auch Gammastrahlung. Insgesamt, die Lippe selber waren 1200, nachdem ich also Staub gewischt hatte und hier nochmal zu und gewartet, bis sich das Magnetfeld wieder aufbaut und sowas. Es war an allen Stellen, also 1200, an einer Stelle ging die Anzeige auf 2200 und danach war erstmal der Sensor, und die ganze App konnte ich neu installieren. Das hatte, ging eigentlich noch weiter, die Skala geht über 2200 Mikrotesla noch raus, aber es war tatsächlich irgendwie noch was anderes, was selbst für die Hardware einfach zu hart war. Ich habe das, wie gesagt, die Lippe abgewischt mit einem Taschentuch, einem feuchten. Staub habe ich selber nicht gesehen, es war nicht Staub im nicht sichtbaren Bereich, der den Sensor so massiv beeinträchtigt hat. Kann sein, dass es daran lag, dass ich hier gestern keine Sterne filmen konnte. Ich weiß es nicht. Ich konnte aber gestern auch so ein paar andere Sachen nicht filmen. Also der Mikrotesla-Wert, der bei den Gegenständen in meiner Wohnung, der blieb also weitgehend gleich. Also die Sachen zeigen das gleich oder Tendenz leicht fallend an. Hier draußen ist es weniger geworden, etwa 40% weniger als vor 2 Wochen, als Putin 2 Tage vorher hat seine Soldaten angewiesen, in dem Staub des Atomkraftwerks Tschernobyl rumzufahren und den Sarkophag und 4 weitere Atomkraftwerke beschossen hat und möglicherweise sogar hat Uran oxidatorisches brennt, genauso wie Magnesium, Wolfram hat abbrennen lassen, als er Tschernobyl beschossen hat. Radioaktive Munition gibt es, die hat den panzerbrechenden Effekt, dadurch, dass das Zeug einfach aufgrund von Bearbeitung von dem Material einen Zerfall hat, heiß wird, flüssig wird. Und eine Flüssigkeit findet natürlich in einer Panzerstruktur, einer Panzerplatte, viel eher den Weg nach innen als ein hartes Projektil, vor allem auch wegen der Hitze. Deswegen wird ja im Prinzip Atommüll in manchen Kriegen in den Waffen verschossen. Aber wenn man Uran abbrennen lässt, oxidatorisch, also anzündet ganz normal mit einer Flamme. Was geht? Es ist nicht nur auf atomarem zerfallen Feuer, sondern es ist auch so wie Wolfram brennbar. Dann verbrennt es mit einer ziemlich weißen Flamme, mit einer enormen Temperatur, mit einer enormen infrarotähnlichen Strahlung. Also es ist kein atomares Feuer, sondern das ist tatsächlich oxidatorisch bedingt. Und aber vor allem aufgrund der erhöhten Radioaktivität wird natürlich das gesamte Material in der Umgebung perforiert und wird dann für die Hitzestrahlung und somit für die Entzündung ganz besonders empfänglich. Und okay, ich bin jetzt kein Fachmann, aber das sah jetzt für mich, ich finde diese Videos jetzt nicht mehr von dem Beschuss von Tschernobyl, aber das sah für mich ganz danach aus, als wenn, ja, man diesen
dieses Massaker in der Ukraine wirklich schnellstens durch den Rückzug befrieden sollte, weil nach oben hin, sage ich mal, ich erkenne in Wladimir Putin einen Pyromanen nach ICD-10, 63.1. Und habt auch zweimal mir was von ihm angehört. Ich würde mit jemandem nicht spielen, der der Meinung ist, die Welt sei überbevölkert, er sei der Vollstrecker und könne nicht mehr zurück, weil er schon zu viel Scheiße gebaut hätte und würde nur dann aufhören, wenn er gestoppt wird. Da würde ich nicht mit diskutieren wollen, wenn er jetzt hier solche Ansagen hier mit Kernwaffen macht. Das ist, glaube ich, nicht angemessen. Ja. So, da vorne kommt jetzt die Stelle, wo das gestern so arg nach Silent Hill aussah auf dem Video. Es war tatsächlich wirklich nur der Nebel, den der Sensor so aufgenommen hat, die kleine Staubpartikel. Es waren nur die kleinen Wassertropfen. Aber eigentlich passt es ziemlich gut leider und sah wirklich krass aus. Leider kriege ich das Video eben so nicht hochgeladen. Ich habe es auf dem Smartphone noch. Ich brauchte aber jetzt, habe ich mir überlegt, um das jetzt rauszuschneiden, zu bearbeiten, länger als wenn ich den gleichen Weg nochmal mache. Und bei Licht sieht man einfach auch mehr als auf den Videos gestern. Mir begegnen hier dauernd Leute, die ich von dem Hof kenne. Ich will jetzt auch nicht filmen, muss ja nicht sein. Ich habe nichts gegen die tendenziell, persönlich. Mein Gott, jetzt fahr doch dann vorbei an mir endlich. So, was mir gestern noch aufgefallen ist, das war, dass der EMF-Wert genau da, wo Putins ehemaligen Anlagen waren, fast gegen Null geht. Okay, EMF-Wert hatte ich schon lange Vorträge gehalten. Ich glaube, ich habe von so einem ähnlichen Effekt mal im Rahmen von Tschernobyl gehört, dass nachdem es da gestrahlt hat, sich ausgestrahlt hat, also wirklich auch alles, was zum Zerfall angeregt worden ist, irgendwie zerfallen ist und danach ist die Strahlung sogar geringer, bis auf etliche Metalloberflächen. Hat mich spontan daran erinnert, weil die Anzeige geht wirklich auf dem gesamten Gelände tendenziell gegen Null. Die Bewohner selber hatten eigentlich, das werde ich jetzt das Argument auch noch bringen, wenn man mich gleich vollquatschen wird, ich habe jetzt sowas Geigers wieder ähnliches in der Hand, immer den Verdacht geäußert, weil dort eben 500 Meter nebenan hier die Übungsgelände Nationale Volksarmee, wo natürlich auch der KGB mit dem Militär und Staatssicherheit trainiert hat. Und Putins Dienststelle nebenan, oder eine seiner Dienststellen, extreme Wichtigkeit hatte und eben radioaktives Material überall rumgelegen hat, hat man natürlich bei Geheimdiensten, wenn die Leute das nicht detektieren können, natürlich richtig rumgesaut damit. An jedem Grenzübergang nach Westen sind zum Beispiel LKWs geröntgt worden, beziehungsweise auch einfach bestrahlt worden. Das ist der Verdacht, dass das hier bei dem Gelände auch so bei den Ein- und Ausgängen war, weil man damit wollte, dass mögliche Videoaufnahmen, beziehungsweise damals gab es auch keine Videoaufnahmen, in dem Sinne so Kleinbildaufnahmen, dass die wegen der Strahlung zerstört werden. Deswegen hatten die Bewohner des Geländes selber den Verdacht oder auch mal den Wunsch, dass tatsächlich mal jemand kommt im Geigerzähler und sich den Bereich da überall mal ansieht, weil man hat da alles umgebuddelt wohl, nichts gefunden, aber hundertprozentig sicher ist man natürlich erst, wenn man das auch wirklich sichtbar gemacht hat alles, zum Beispiel mit einem echten Geiger-Militärer, was das Smartphone hier nicht ist. Auf den Ernstfall nicht zu gebrauchen, zumindest unterhalb einer gewissen Entfernung. Aber ein bisschen was kann es schon. So, ich habe mir das jetzt so überlegt, ich mache das wie gestern. Ich mache jetzt diesen einen Teil, wo ich so ein bisschen die Umgebung zeige und erkläre, was das ist, was ich davon weiß. Ich werde die gleich bei einer Tasse Kaffee, wenn ich kurz zu dem Gelände bin, zusammenschneiden.
die ganzen kleinen Videoschnipsel hier und bei YouTube hochladen als Teil 1. Das ist mir einfach lieber. Danach will ich auf das Gelände gehen. Dort nicht ganz so viele ausgiebig Aufnahmen machen können wie gestern. Ich glaube auch, ich werde in die Häuser, glaube ich, auch nicht reingehen. Das ist dann, ich bin gestern tatsächlich auch maximal vor 3 Leuten gesehen worden. Ich kann ja nicht alles mit der, das Handy nimmt ja was anderes wahr als ich und es kann doch nicht alles aufzeichnen, also was ich selber gesehen habe, also auch mit dem Hund, den ich gehört habe, müssen vermutlich 3 Leute mitgekriegt haben, dass von etwa über 50, die dort wohnen, dass ich da auf dem Gelände bin und auch überall komplett durch bin. Ich habe jetzt komplett andere Klamotten an und Blondchen. Trotzdem den ersten Teil, den hier gleich hinten vorne noch die letzte Aufnahme. Dann Tasse Kaffee zusammenschneiden, YouTube hochladen, dann auf das Gelände rauf, zweiten Teil machen, gucken, wie ich da wieder rauskomme, dass ich mir nichts wegfange dort drin. Vielleicht gucke ich noch, dass ich einen Babysitter über WhatsApp kriege. Also ganz konkret jemanden, der die Koordinaten von mir kriegt und dem ich sage, bitte, mein Freund, wenn ich in 2 Stunden nicht sage, okay, dann schick bitte einfach meinen Standort und dass ich gesagt habe, ich habe Probleme der Polizei. Ist eigentlich alles eine wunderschöne Gegend hier. Jetzt stinkt es auch nicht mehr nach Metall, wie vorhin. Richtiger, ekliger Geruch, so 70er Jahre Rhein in Bonn, ja, so hat ähnlich das gerochen. Ich werde hier unweit jetzt gleich Pause machen, das gesamte Ding Teil 1 zusammenschneiden und mit einer ziemlich schwachen Internetleitung dann bei YouTube hochladen und einen Babysitter suchen. So, ich gönne mir jetzt erstmal eine Tasse Kaffee, eine Zigarette. Was ich gestern irgendwie mega krass fand, das muss ich echt sagen, ist, dass auch kein einziger Hund richtig angeschlagen hat, ja? Also ich meine, ich war vor Jahren das letzte Mal auf diesem Gelände drauf, die Hunde bewachen ihre Herrchen und sind hochsensibel und es sind etliche Hunde auf dem Gelände drauf. Es hat einer gebellt gestern, aber ich hatte auch eher so mehr den Eindruck, dass er mich warnt vor seinem Herrchen, als ein Herrchen vor mir. Das ist ein Herrchen, nämlich gerade mit ihm rausgeht, Gassi. Ich meine, was ich jetzt hier ja mache, dass ich das jetzt für Video aufnehme, alles hier. Das ist mitten im Wald drin, das ist ein Waldbrandgebiet. Die Leute leben dort mit offenem Feuer, das geht eigentlich gar nicht. Das kann natürlich auch zur Erschließung des Geländes führen, wenn Feuerwehr oder sowas das kriegen, das Material. Das mit der Wahrnehmung der Hunde ist natürlich krass, wenn selbst die Hunde sagen, dass das okay ist, was ich mache. Da muss es echt zu denken geben. Also es versteht vielleicht auch nur ein Hundebesitzer, jemand, der einen Hund mal gehabt hat. Ja. Ich habe jetzt hier so als kleines, verficktes Bäumchen bisexuell ist irgendwie, oder ich glaube, ich schaffe das auch nicht, bisexuell zu lernen. Ich stehe dann doch auf Frauen. Hat dann doch sich niemand verleiten lassen, vermutlich in der Corona-Pandemie, mich mitzunehmen. Also habe ich jetzt hier noch einen Fußmarsch. Ich bin hinter Neuzittau, noch 3 oder 4 Kilometer, keine Ahnung was. Neuzittau ist übrigens ein Atombunker-Denkmal. Ich glaube, was im Zweifelsfall aber auch schnell in Betrieb wieder genommen werden kann. Auf der ehemaligen Dienststelle, auf diesem 50 Hektar großen Areal Kesselberg, habe ich, glaube ich, damals auch einen 2 Meter dicke Betonwand irgendwo gefunden, auf dem Gelände, der allerdings auch mit den dicken Betonblocken versperrt worden ist. Sagt vielleicht auch viel aus, ja. Man selber schön im Bunker, wenn der ganze Rest der Welt in den Arsch geht, das brauchen wir nicht.
So, damit das Video stabil bleibt, mache ich jetzt hier also auch keine anderen Apps auf. Da würde das Zusammenschneiden der Apps schon wieder schwierig werden und auch länger dauern. Ich habe gestern ja auch gemacht, das ist ja noch zu erkennen auf den Videos gestern, die Ukraine, das ist hier in diese Richtung, das ist Nordosten, 27 Kilometer Luftlinie. Und da war der Himmel eben auch gestern, ich weiß jetzt nicht welche, ich habe es immer noch nicht gegoogelt, welche Städte da liegen. Das ist jetzt tatsächlich jetzt hier schon die Ukraine ist, die man sehen kann durch die reflektierende Atmosphäre. Ja, ich kann es natürlich auch nicht jedem erzählen, vielen Leuten, die in der Stadt wohnen, die haben natürlich auf sowas nie geachtet. Ich bin bei beiden groß geworden, Stadt und Land. Hier auf dem Land, da siehst du das eben, ne? Da guckst du an den Himmel und dann siehst du, was im Nachbardorf los ist, weil es spiegelt alles. Ne? Das kennen in der Stadt die Leute natürlich nicht, auch mit der massiven Lichtverschmutzung natürlich nicht. Was mich jetzt gestern so ein bisschen irritiert hat, war, dass obwohl ich hier einen Sternklamm im Himmel hatte, also wenig Luftverschmutzung, Lichtverschmutzung, ja, und auch Luftverschmutzung, ja, dass ich keine Sterne aufnehmen konnte. Also ich, ob ich den Sensor jetzt hier schon mit meinen Sachen hier beschädigt habe. Ich hatte da vor ein paar Tagen so ein Erlebnis mit der Staub, was ich auf der Dauermagnetlippe des Kühlschranks, der sich da verfangen hat im letzten halben Jahr. Da ist also, ja, also ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um das Handy wieder einzurichten. Das hat das komplett fast aus dem Betrieb genommen. Es war ein Wert von 1000 Mikrotesla. Wie gesagt, ein Zusammenschluss aus verschiedenen Strahlungsarten, auch Gammastrahlung. Insgesamt, die Lippe selber waren 1200, nachdem ich also Staub gewischt hatte und hier nochmal zu und gewartet, bis sich das Magnetfeld wieder aufbaut und sowas. Es war an allen Stellen, also 1200, an einer Stelle ging die Anzeige auf 2200 und danach war erstmal der Sensor, und die ganze App konnte ich neu installieren. Das hatte, ging eigentlich noch weiter, die Skala geht über 2200 Mikrotesla noch raus, aber es war tatsächlich irgendwie noch was anderes, was selbst für die Hardware einfach zu hart war. Ich habe das, wie gesagt, die Lippe abgewischt mit einem Taschentuch im Feuchten. Staub habe ich selber nicht gesehen, es war Staub im nicht sichtbaren Bereich, der den Sensor so massiv beeinträchtigt hat. Kann sein, dass es daran lag, dass ich hier gestern keine Sterne filmen konnte. Ich weiß es nicht. Ich konnte aber gestern auch so ein paar andere Sachen nicht filmen. Also der Mikrotesla-Wert, der bei den Gegenständen in meiner Wohnung, der blieb also weitgehend gleich. Also die Sachen zeigen das gleich oder Tendenz leicht fallend an. Hier draußen ist es weniger geworden, etwa 40% weniger als vor 2 Wochen, als Putin 2 Tage vorher hat seine Soldaten angewiesen, in dem Staub des Atomkraftwerks Tschernobyl rumzufahren und den Sarkophag und 4 weitere Atomkraftwerke beschossen hat. Und möglicherweise sogar hat Uran oxidatorisches brennt, genauso wie Magnesium, Wolfram, hat abbrennen lassen, als er Tschernobyl beschossen hat. Radioaktive Munition gibt es, die hat den panzerbrechenden Effekt, dadurch, dass das Zeug einfach aufgrund von Bearbeitung von dem Material einen enormen Zerfall hat, heiß wird, flüssig wird. Und eine Flüssigkeit findet natürlich in einer Panzerstruktur, einer Panzerplatte, viel eher den Weg nach innen als ein hartes Projektil, vor allem auch wegen der Hitze. Deswegen wird im Prinzip Atommüll in manchen Kriegen in den Waffen verschossen. Aber wenn man Uran abbrennen lässt, oxidatorisch, also anzündet, ganz normal mit einer Flamme. Was geht? Es ist nicht nur auf atomarem zerfallen Feuer, sondern es ist auch so wie Wolfram brennbar.
dann verbrennt es mit einer ziemlich weißen Flamme, mit einer enormen Temperatur, mit einer enormen infrarotähnlichen Strahlung. Also es ist kein atomares Feuer, sondern das ist tatsächlich oxidatorisch bedingt. Und aber vor allem aufgrund der erhöhten Radioaktivität wird natürlich das gesamte Material in der Umgebung perforiert und wird dann für die Hitzestrahlung und somit für die Entzündung ganz besonders empfänglich. Und okay, ich bin jetzt kein Fachmann, aber das sah jetzt für mich, ich finde diese Videos jetzt nicht mehr von dem Beschuss von Tschernobyl, aber das sah für mich ganz danach aus, als wenn ja, man dieses Massaker in der Ukraine wirklich schnellstens durch den Rückzug befrieden sollte, weil nach oben hin, sage ich mal, ich erkenne in Wladimir Putin einen Pyromanen nach ICD 10, 63.1, und habe auch zweimal mir was von ihm angehört. Ich würde mit jemandem nicht spielen, der der Meinung ist, die Welt sei überbevölkert, er sei der Vollstrecker. Und könne nicht mehr zurück, weil er schon zu viel Scheiße gebaut hätte und würde nur dann aufhören, wenn er gestoppt wird. Da würde ich nicht mit diskutieren wollen, wenn er jetzt hier solche Ansagen hier mit Kernwaffen macht. Das ist, glaube ich, nicht angemessen. Ja. So, da vorne kommt jetzt die Stelle, wo das gestern so arg nach Silent Hill aussah auf dem Video. Es war tatsächlich wirklich nur der Nebel, den der Sensor so aufgenommen hat, die kleine Staubpartikel. Es waren nur die kleinen Wassertropfen. Aber eigentlich passt es ziemlich gut leider und es sah wirklich krass aus. Leider kriege ich das Video eben so nicht hochgeladen. Ich habe es auf dem Smartphone noch. Habe ich mir überlegt, um das jetzt rauszuschneiden, zu bearbeiten, länger als wenn ich den gleichen Weg nochmal mache. Und bei Licht sieht man einfach auch mehr als auf den Videos gestern. Mir begingen hier dauernd Leute, die ich von dem Hof kenne. Ich will jetzt auch nicht filmen. Muss ja nicht sein. Ich habe nichts gegen die tendenziell, persönlich. Mein Gott, jetzt fahr doch dann vorbei an mir endlich. So, was mir gestern noch aufgefallen ist, das war, dass der EMF-Wert genau da, wo Putins ehemaligen Anlagen waren, fast gegen Null geht. Okay, EMF-Wert hatte ich schon lange Vorträge gehalten. Ich glaube, ich habe von so einem ähnlichen Effekt mal im Rahmen von Tschernobyl gehört, dass nachdem es da gestrahlt hat, sich es ausgestrahlt hat, also wirklich auch alles, was zum Zerfall angeregt worden ist, irgendwie zerfallen ist und danach ist die Strahlung sogar geringer, bis auf etliche Metalloberflächen. Hat mich spontan daran erinnert, weil die Anzeige geht wirklich auf dem gesamten Gelände tendenziell gegen Null. Die Bewohner selber hatten eigentlich, das werde ich jetzt das Argument auch noch bringen, wenn man mich gleich vollquatschen wird, ich habe jetzt sowas Geigers oder Ähnliches in der Hand, immer den Verdacht geäußert, weil dort eben 500 Meter nebenan hier die Übungsgelände Nationale Volksarmee, wo natürlich auch der KGB mit dem medizinischen Staatssicherheit trainiert hat. Und Putins Dienststellen nebenan, oder eine seiner Dienststellen, extreme Wichtigkeit hatte und eben radioaktives Material überall rumgelegen hat, hat man natürlich bei Geheimdiensten, wenn die Leute das nicht detektieren können, natürlich richtig rumgesaut damit. An jedem Grenzübergang nach Westen sind zum Beispiel LKWs geröntgt worden, beziehungsweise auch einfach bestrahlt worden. Das ist der Verdacht, dass das hier bei dem Gelände auch so bei den Ein- und Ausgängen war, weil man damit wollte, dass mögliche Videoaufnahmen, beziehungsweise damals gab es auch keine Videoaufnahmen, in dem Sinne so Kleinbildaufnahmen, dass die wegen der Strahlung zerstört werden. Deswegen hatten die Bewohner des Geländes selber den Verdacht oder auch mal den Wunsch, dass wirklich mal jemand kommt im Geigerzähler und sich den Bereich da überall mal ansieht, weil man hat da alles umgebuddelt wohl,
nichts gefunden, aber hundertprozentig sicher ist man natürlich erst, wenn man das auch wirklich sichtbar gemacht hat, alles. Zum Beispiel mit einem echten Geiger-Müller-Zero, was das Smartphone hier nicht ist. Auf den Ernstfall nicht zu gebrauchen, zumindest unterhalb einer gewissen Entfernung. Aber ein bisschen was kann es schon. Ist eigentlich alles eine wunderschöne Gegend hier. Stinkt es auch nicht mehr nach Metall, wie vorhin. Richtiger, ekliger Geruch, so 70er Jahre Rhein in Bonn, ja, so hat ähnlich das gerochen. Ich werde hier unweit jetzt gleich Pause machen, das gesamte Ding Teil 1 zusammenschneiden und ja, mit einer ziemlich schwachen Internetleitung dann bei YouTube hochladen und einen Babysitter suchen. So, ich gönne mir jetzt erstmal eine Tasse Kaffee, eine Zigarette. Was ich gestern übrigens mega krass war, fand, das muss ich echt sagen, ist, dass auch kein einziger Hund richtig angeschlagen hat, ja? Also ich meine, ich war jetzt vor Jahren das letzte Mal auf diesem Gelände drauf, die Hunde bewachen ihre Herrchen und sind hochsensibel und es sind etliche Hunde auf dem Gelände drauf. Es hat einer gebellt gestern, aber ich hatte auch eher so mehr den Eindruck, dass er mich warnt vor seinem Herrchen, als sein Herrchen vor mir. Das ist ein Herrchen, nämlich gerade mit dem rausgeht, Gassi. Ich meine, was ich jetzt hier ja mache, dass ich das jetzt für Video aufnehme, alles hier. Das ist mitten im Wald drin, das ist ein Waldbrandgebiet. Die Leute leben dort mit offenem Feuer, das geht eigentlich gar nicht. Das kann natürlich auch zu der Schließung des Geländes führen, wenn Feuerwehr oder sowas das kriegen, dieses Material. Das mit der Wahrnehmung der Hunde ist natürlich krass, wenn selbst die Hunde sagen, dass das okay ist, was ich mache. Da muss es echt zu denken geben. Ne? Also es versteht vielleicht auch nur ein Hundebesitzer, jemand, der einen Hund mal gehabt hat. Ne? So, Babysitter habe ich bestellt. Zwei werden auf mich aufpassen. Ich denke, das ist normal. Es gibt so eine App mittlerweile, die das macht. wichtig ist, keine Spuren zu hinterlassen, auch für die Hunde nicht. Ich ist sogar ein Taschenaschenbecher sinnvoll. Also ich habe jetzt keine passende Ausbildung. Bin zwar in einem Ort groß geworden, wo die Bundeswehr nicht weit war. War allerdings noch nicht mal bei der Bundeswehr. Und hatte nur einen Kurzurlaub bei der französischen Fremdenlegion von 3 Wochen. Habe ich im Vergleich zu Hartz IV wirklich einen Kurzurlaub. Ich habe da auch den Spruch gelernt, kämpfe nur, wenn du gewinnen kannst. Und das gilt, glaube ich, für die Ukraine-Krise und das Massaker dort jetzt genauso. Es geht nicht darum, wer Recht hat. Es geht darum, wer leben will. Der geht zurück. Und das sollte man dann definitiv auch selber sein, weil man selber leben möchte. Ne? Andere, was ich übrigens auch sehr wichtig fand, das sind der Frister Spruch, die Stärken deiner Feinde sind seine Schwächen. Putin hat zwar eine neue Waffentechnik, aber er weiß eben auch nicht, die Russen haben auch nicht geguckt, wer wie 8 Milliarden Menschen auf diese die Waffen wahrnehmen. Ich habe jetzt einen Hörtest vor kurzem gemacht. Ich habe also das Gehör von einem 5- bis 10-Jährigen. Hörschwelle ist 5 Dezibel zum Teil. Und die Erfahrung von einem 48-Jährigen. Mikrowellenstrahlung und so habe ich auch alles mal kennengelernt. Unter Umständen kriege ich seine scheiß Raketenstarts die ganze Zeit auch mit. In Form von einem Tinnitus. Und zwar nicht zu knapp. So ich glaube ich auch selber hier Berlin verlassen werde. So, das Video lädt jetzt wie gesagt hoch. Powerbank ist schon angeschlossen. Ich habe jetzt hier schon 2 Ampere, 3 Ampere von 15 Ampere Strom, die ich mit habe hier verwenden müssen. So, ich mache außerdem jetzt nochmal ein Video. Das hier ist jetzt hier die Landstraße. Kein Radweg, kein Fußweg, nichts. Ich mache das Video, weil
wirklich fast niemand weiß, wie man sich in sowas verhält. Obwohl man hier Rechtsverkehr hat, geht man links. Landstraße ist unbeleuchtet, ja. Man hat als Fußgänger zwar generell Vorrang, ja, also kein Autofahrer hat das Recht, einen umzufahren oder irgendwas. Ja, auch wenn sich jemand an der Fahrbahn festgeklebt hat, nicht. Ne? Da gibt es lebenslange Haft für, ganz klar. Hatten wir vor kurzem sowas in Deutschland. Dass da irgendwelche Leute bei der Bild-Zeitung da übelste Kommentare hinterlassen haben. Ne? Da ist zwar Vorrang, aber Fakt ist, du hast hinten auf dem Rücken keine Augen und du weißt nicht, ob der andere Verkehrsteilnehmer dich tatsächlich sieht. Wenn du links gehst, siehst du ganz genau, wer kommt und kannst auch ausweichen, so wie jetzt. Das kannst du nicht, wenn du auf der anderen Seite gehst. So, da gehe ich jetzt aber gleich rüber, weil da geht jetzt hier der Fußweg weiter. Ne? Nicht gesehen in der Nacht, dass es mittlerweile da einen Trampelpfad gibt im Waldstück. Jetzt hätte ich den natürlich genommen. Hier hatte ich gestern hier die Handy-App auch mal geöffnet, hier bei dem Metallding. War auch ganz interessante Sachen angezeigt. Das ganze Ding hatte einen einzigen richtigen Aufschlag und der war hier etwa. Da kommt die verwirbelte Luft vom Osten natürlich gut durch. Okay, das ist jetzt hier kurz davor. Es wird da sowieso Stress geben, weil die Leute schon beim Handy paranoid sind. Deswegen fange ich jetzt hier noch nicht mal gleich an, hier nach Ärger zu schreien. Ich fände das ganz toll, wenn ich da ohne Kontakt jetzt mit irgendwem durchlaufen könnte. Die Uhr läuft, ne? 2 Stunden, 30 Minuten. Ansonsten wird die Polizei hoffentlich alarmiert. Ne? Aber ich werde, denke ich, vorher in 1 Stunde schon draußen sein, habe dann 1 Stunde Puffer etwa.